Yo, Servus Leute, ich bin's mal wieder, euer Chris. Willkommen zu einem neuen Live-Commentary und ich habe mich heute wieder dran gewagt. Ich spiele MW3 und ja, es ist momentan nicht mein Favorite-Game, aber ja, man kann es mal wieder spielen. Ich habe jetzt, glaube ich, 5 Tage kein MW3 mehr gespielt und hauen wir es einfach mal rein. Wir gehen jetzt hier in Herrschaft, was anderes spiele ich auch gar nicht hier. Free for all. Ich habe mir auch eigentlich überlegt, ob ich MW2 bringe, aber viele von euch wissen ja, dass aktuell bei MW2 das sehr hackerverseucht ist durch diese komischen Lobbys, wo man reinjoinen kann. Dann kriegt man dann Aimbot und alles zugeschrieben. Deswegen, ich habe da einfach keinen Bock drauf, da reg ich mich bloß unnötig auf. Und jetzt gucken wir mal, was hier so geht. Ja. Kann ja mal zeigen, also ich habe jetzt hier primär 31, 30, ich habe eigentlich, ich mache mal hier meine Klasse, MP7 habe ich nämlich eingestellt für die Leute, die mich ankotzen, weil da war neulich mal einer, der hat gedacht, der kann hier mich hier verarschen, nein, die Schalldämpfer, Rotpunkt, komm, machen wir hier auch noch eine Farbe rein, so, Herbst. Ja, ihr seht hier 30, 31, 12, 31, 31, 31, 8, MK14, AK47 und FAD habe ich auch schon in Gold. Also ich bin gut dabei, alle Waffen in Gold zu spielen. Kommt halt drauf an, also aktuell nicht sehr viel MW3, weil es mir einfach keinen Spaß macht. Und ja, es kommt halt immer drauf an, wie die Gegner sind und wie das Lobby-System ist. Also wir spielen jetzt, was spielen wir? Wir versuchen es erstmal so. Und wenn das nicht klappt, spielen wir anders. Dann gehe ich gleich jetzt hier erstmal zu 10. Dann nehmen wir mal Base ein. Jetzt hier unten schön Punkte. Oder doch nicht, war ich zu blöd. Hehe. Ja, Teamplay. Komm hier, du rennst da lang, ich renn da lang. So, oh, scheint aber alles flüssig zu laufen. Ich bin begeistert. Total ungewohnt hier. Wenn man mal Battlefield spielt. Schnell ziehen. Der Feind hat Bravo. Alpha wird gesichert. So. So, mein guter. Ich werde mich jetzt hier auch nicht viel bewegen. Ich habe jetzt auch nicht die Waffe so dazu, aber hier ist eine NPC. Könnt ihr ruhig kommen, Jungs. Könnt ihr ruhig kommen jetzt. So. Oh, Extrembedingungen. Ja, ist die, wie heißt die Waffe? M16 A4 ist eigentlich so wie die Farmers. Eine ziemlich coole Waffe. Ich versuche aber ruhig zu bleiben. Also ich habe ja jetzt eine Zeit lang nicht MW3 gespielt, weil ich neulich wirklich richtig. Ja, genau. Komm, Alter. Ich hätte einen Wallbang machen können. Mal meine Show. Ja, hallo? Hehe. Ja, ich versuche heute sachlich zu bleiben. Ich gehe mit Vorbild voraus. Ja, komm, Alter. Hey, jetzt guck ich mal da rein. Ja, guck mal, der rennt da an dem. Bitch. Ja, dann nehmen wir sie. Da. Oh, ein Gold sogar. Nicht schlecht. Ey, Mann! Sorry. Ich entschuldige mich für mein Geschrei. Ah, komm her. So. Ah, mit der Lieblingsflagge. Mit meinen Lieblings-EU-Bewohnern. Ja, haha. Français. Na komm, na komm. Ah, komm, na, na.
Ey, Mann, Alter! Mit der MP7, yeah! Junge, du hast es drauf. Ja, guck mal hier, Alter. Ich will jetzt auch deine MP7. Oh, die gehen zu A. Kann man oben so leicht auf dem Radar erkennen. Genau, wie ich es gesagt habe. Ey Mann, Alter, die stehen da zu zweit am Tunnel, Alter, und keiner kriegt die Mist hin. Oh, 11 zu 7 ist doch akzeptabler Score. Okay, jetzt hat. Komm in die Netze. Scheiße. Was war denn das jetzt? Ja, komm, Alter. Yeah, yeah. Ey, diese Drohne da oben, also zum Glück ist die vom Gegner, von unserem Teammate, aber die hasse ich auch wie die Pest, ey. Ist ja noch Gegner drin, ja. Oh, und da kommt meine Lieblingsabschussserie. Okay, okay, komm, wir spielen jetzt hier mit der PM9. Nicht wundern, warum ich hier auch mit. Ich spiele jetzt hier einfach mit den ganzen Dreckswaffen, weil ich die alle auch auf Gold haben will, natürlich. Oh, mit FMG Akimbo, mein Guter. Hm, nicht schlecht. Ich spiele momentan eigentlich auch gar nicht mehr auf Stats, sondern einfach nur noch, ich will meine Waffen in Gold haben. Und, das war's eigentlich. Unser Baitflow kommt. Ah, komm, Alter, was war's? Habe ich leider zu früh gedrückt. Ich versuche das Ganze unterhaltsam zu starten. Und heute deine Mutter nicht zu fucken. Ha, ha. Ja, guck mal, der Camp da. Guck mal, ich habe auch FMG. Habe ich FMG? Genau, wahrscheinlich. Ah, ich habe noch diese Klassen vom 1 und 2 gegen 2 und 3 gegen 3 Modus. Diese Duell-Modi. Wie findet ihr die eigentlich? Es ist schon krass. Da kann man halt richtig heftig spawn-trappen. Und ja, also ich weiß nicht, also, diese Modi sind. Oh, komm, block mich halt nicht. Digga. Digga. Ey Mann! Nur mit der MP7, Mann! Und was kommt hier LAF, Alter? Ja, guck mal. Und PP90. Hier. Yeah. Nee, also es ist schon wirklich stark bekannt, welche Waffen wir rauskristallisieren, die sehr stark sind. Und ja, klar, die werden auch benutzt. Die Leute sind ja nicht blöd und nehmen die nicht. Aber es ist halt nervig halt, wenn man irgendwie versucht, irgendwas zu erreichen. Auch die Perks, wie die angeordnet sind, also ja, jetzt fängt es bei mir an zu lenken, weil die ersten rausgehen, die ersten rein sollen. Ich bin leider der Host. Ja, MP7, nicht schlecht, mein Guter, nicht schlecht. Ey, Mann! Komm, wir machen das Ganze jetzt einfach nur just for fun. Ich stelle mich jetzt auch hier hin, Alter. Schmeckt der Gute. Pur. Pur. Oh, komm, Alter. Jetzt packt er wirklich alles aus, Mann. MP7 Raketenwerfer. Irgendwann ist meine Geduld auch mal am Ende, Alter, du Wichser.
Ey! Ja, genau. Komm, Alter. Ich fang gleich an zu weinen. Reaper. Reaper und deine Mami kriegt's immer deeper, ja. Wow. Ja, ich kann mich jetzt auch hier hinstellen, Herzgoblin. Boah, habt ihr das gesehen? Er war doch getroffen, ne? Ey, Mann! Sorry, tut mir echt leid, dass ich so rumschrei, aber... Ey, Mann, das hab ich mir lange nicht so angehört. Boah, stell mir auch mal hier hinter. Boah, 29 zu 20. Puh, ist das dreckig. Oh, oh, sogar Final Cam? Keine schönen Final Cam. Man, nicht schick. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Ich habe mir eine neue Kaffeemaschine gekauft. Ne? Der schmeckt echt gut. Echt gut. Oh, ich habe eine Nachricht bekommen. Lad mal bitte. Ja, wer hat was? Tut mir leid. Komm, ich lasse dich jetzt mitspielen. Unter der Lop. Ich mache mal mein Mikrofon runter. So. Oh, jetzt höre ich mich doppelt. Rip, rip. Ja. Wer hat was? Ich nehme gerade ein Video auf, einen Live-Commentary und deswegen werde ich dich nicht hören. Und ich starte schon mal. Nee. Komm, Dome, Alter. Dome wäre jetzt richtig fresh, Alter. Oh, KSG. Ich zeige euch einfach mal, was ich alles habe. Hier Usas 31, Spaß. Modell. Boah, die Modell war echt dreckig zu spielen auf 31. A12, Striker sind auch nicht so meine Favorite-Waffen. KSG 29, das wird langsam. Barrett 31 hier. Das, oh, das wird hässlich. MSR, also hier habe ich auch nicht mehr viel zu tun. Leichte SMGs habe ich schon, M60, MK46 und PKP Pecheng, das ist schon auf 30, das geht eigentlich auch noch ziemlich schnell, MP5, da haben wir eigentlich schon alles auf 31, bis auf die PM9, die sind wir aber auch gut damit dabei. Und ja, bei den Sturmgewehren, M4, A1, das Ding da, CM901, das wird auch noch, MK14, da wird es mir auch nochmal richtig grausen davor. Ich glaube, das wird dann der Grund sein, warum ich das Spielen aufhöre. Ja, wer hat was? Ich muss dich jetzt mal muten, Alter. Daniela, geh mal auf den Piss, ey. Ich hab gesagt, dass ich die nicht höre. Chris, bist du da? Chris, bist du da? Das ist nämlich blöd. Warum mute ich ihn? Das ist zwar asozial von mir, aber warum mache ich das? Das Problem ist, ihr hört ihn nicht. Und das kommt dann auch blöd, wenn ich mit dem laber und ihr hört nur meine Stimme, aber nicht seine. Ich könnte das Ganze klar jetzt an der Peripheriegeräte ändern, mache ich aber nicht, weil es total blöd ist, wenn man vom Spiel überhaupt nichts mehr hört. Ich achte hier auf den Sound. The Sound of Love. So. Ich will mal wieder dieses schöne Gerät hier. Der Gerät M. Ich kann mir die Waffen noch nicht merken, aber bin auch total nicht an mich interessieren Waffen auch überhaupt nicht, deswegen werde ich auch den Waffennamen hier nicht. Wow. First kill, first blood, nigga. Oh, ich hab das M-Wort gesagt, tut mir leid. Ich nicht. Oh, ein Österreicher. Ein Österreicher mit türkischer Clan-Tag. So, mein guter KSA, Mann. Komm, da geh ich nicht hin.
Sollen die sich darum streiten? Bravo wird gesichert. Kassa. Extrem Bedingung. Bin mal gespannt, wenn das erste Mal die Bullen bei mir vor der Tür stehen. Diese Ruhestörung. Boah. Wo hab ich jetzt hier? Da hinten ist einer. Kleiner Drecksack, du. Komm her, komm her. Joa, der war genau ins Gesicht geschossen. Okay. Wir verlieren A! Ich könnte auch eigentlich jetzt anfangen, irgendwelche Storys zu erzählen, oder? Könnte ich das machen? Alle Positionen. Oh Mann, Alter! Oh, ja, komm. Ja, gib's mir. Mit Meisterschütze. Ja, ich spiele selber mit Meisterschütze, also komm. Ich sag nix. Ihr seht doch, ich spiele mit Attentäter. Warum spiele ich mit Attentäter? Jetzt hört man, ey, das ist ja voll noobig, Attentäter. Attentäter ist halt mal in meinen Augen überhaupt nicht noobig. Weil, wenn hier jeder eine UAV in der Luft hat, also warum soll ich dann nicht damit spielen? Also einfach nur zum Schutz für mich. Wie das Kondom. Das Kondom des Radars ist das. Und deswegen habe ich das dabei. So, wir können jetzt mal hier hin. Ja, hoho. Das sind auch mir die allerliebsten hier. Komm, Jeff, halt's. Oh, wo der ist? Der ist weg. Ja, doch, ich meine. Wo ist der hin? Jo, wo ist der hin? Oh, komm, ey. Okay, also. Erzähl ich euch mal eine Story, Alter. Das fällt mir so ein, was ich neulich erlebt habe. Ja, ich war also. Genau, also das hat mich neulich auch richtig aufgeregt. Also, ich war ja neulich auf Public Viewing, ne? Und. Da war so eine. Ja, war sau viel los eigentlich. Und. Und da rennt so eine Frau, etwas dicker. Rennt. Hat ihr Kind so aufgerückt, also trägt er so vorne, ne? Und die Olle konnte noch nicht mal richtig gerade laufen, ne? Oh, Wichser. Ja, die konnte nicht mal richtig laufen, also die. Also nicht, weil es irgendwie gentechnisch bedingt war, sondern weil es einfach zu besoffen war, ne? Und hat ihr Kind mit auf Public Viewing, das muss man sich mal geben. Und. Ja, kommt sie gleich mit FMG, du Arschloch. Ja, auf jeden Fall läuft die dann damit rum. Oh Mann, wer hat denn da sein Headset an, Mann? Das geht mir auf den Zeiger. Hat die ihr Kind mit dabei? Ey, und dann bin ich, also ich war ja mit meinen Arbeitskollegen dort. Na, da bin ich total ausgestiegen. Also das hat mich richtig, also es kotzt mich richtig an, wenn solche asozialen Fotzen da irgendwie besoffen rumlaufen mit ihrem Kind, Alter, auf der Schulter. Das ist das Asozialste in meinen Augen, was es gibt. Das sind genauso wie diese Assi-Weiber, die ihren Kinderwagen schieben und dann nebenbei qualmen, also rauchen, finde ich überhaupt nicht in Ordnung, weil jeder, der ein bisschen weiß, dass der Rauch verbreitet sich ja und das Kind atmet alles ein und ich denke mal, in dem Alter sind die auch ein bisschen anfällig gegen irgendwas. Und das dann so, ja, so herauszufordern, dass mit dem Kind irgendwie, dass es Atemprobleme bekommt, weil die Mutter zu dumm ist, ein Kind zu erziehen. Ach, komm, ey. Da krieg ich echt einen Pissreiz, ey. Da bin ich total ausgestiegen, aber auch, da bin ich mir so, ich weiß nicht, ob sie es gehört hat. Hab ich halt gesagt, weiß es nicht, nett von mir. Habe ich halt gemeint, was das für eine Hure ist. Charlie gesichert. Aber ist so. Das ist wirklich asozial. Oh Mann, MP7, Alter. Guck mal, ich bin so chillig drauf. Ach komm, ey. Unsere Aufklärungsdrohne. Hier, guck mal. Guck mal. Boom.
Nicht tot. Ey! Boah. Da kommen sie jetzt. So, los. Sturm, Truppe, hier rein. Es ist vorbei. So, jetzt spawnen sie hinten. Oder nicht? Boah, Bitch. Hast du mich nicht mit deiner MP7 weggebatzt? Jetzt hat er auch Meisterschütze und da ist wieder jemand zu nah am Spawn. Das ist natürlich scheiße, weil dann spawnen sie nämlich alle irgendwo wieder in der Gegend. Man kann ja auch ein bisschen spawn-trappen, wenn man das Ganze ein bisschen... Oh, Selbstmordhilfe, geil. Was hat denn der gemacht jetzt? Der blockt mich halt nicht, Mann. Ey, Mann! Oh, Mann! Was war denn das, ey? Oh, das